Boden und meine Fenster ist Alter, zieh dir mal rein, Alter. So ihr Lieben, wir sind wieder zurück bei GTA 5. Ich habe mal wieder ein bisschen an der Grafikschraube rumgeschraubt. Das bringt ja nichts. Ich hoffe, dass es jetzt ein halbwegs flüssiges Spielerlebnis ist. Langsam kotzt es mich an. Aber wenn ich das richtig sehe... Da, ich muss zu Trevor. Ich drücke immer die falsche Taste. Trevor. Der hat noch so eine Nigel-Aufgabe oder was? Ja, so abartig, ne? Kann man was sehen? Ja, da. So. Na, dann fahren wir doch erstmal hier das U-Boot holen. So, ich bin mal gespannt, wie das jetzt mit den FPS aussieht. Also, durch die Aufnahme ist sowieso immer ein bisschen limitiert. Das ist Standard. Egal wie hoch ich ein Spiel schraube, egal wie viel 1000 FPS ich habe, manchmal läuft es einfach nicht so rund. Aber halt durch die Aufnahme, weil die Aufnahme greift ja immer vom Spiel ab. Bei Counter-Strike zum Beispiel habe ich weit über 300 FPS, wenn ich normal spiele. Und es ist ein sehr, sehr flüssiges Spiel. Nehme ich auf, habe ich leichte Mikro-Ruckler drin und es ist verzögert. Das Problem ist nur, ich könnte mir die Arbeit machen und könnte zum Beispiel bei einem Counter-Strike die Demo, also den Sound vom Spiel, könnte ich so aufnehmen und dann könnte ich die Demo aufnehmen und dann mir im Nachhinein nochmal die Demo angucken. Und dann den Sound drüberlegen und die Demo aufnehmen, mache ich natürlich nicht. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Und das gleiche ist hier bei GTA. Also ich schaffe hier teilweise FPS bis zu 180, wenn ich kein V-Cinch anhabe oder sonstiges. Jetzt gerade zum Beispiel stagniert es bei 40, aber das liegt an der Aufnahme. Ne, es sind 29 Grad. Das ist, naja. Es reicht immer noch zum Spielen. Ich meine, auf der PlayStation war es, ne? Da war es auch auf 30 limitiert. Kann natürlich jetzt daran liegen, dass ich V-Cinch auf halb gestellt habe. Ich Vollidiot. Egal. Wichtig ist nur, dass es flüssig läuft. Ah, da. So, dann wollen wir hier hoch. Keiner mitgekriegt. Doch, da ist einer. Trevor? Floyd! I've got that submarine we talked about. You gotta help me store it for a few days. Floyd! Don't go quiet on me or I'll come... Fahr ich richtig? Ja. Around it. And I'll... Well,
We both know what I'm talking about. Okay, all right. Bring it around to Pier 400 at the Western Docks. On my way. Look, I'll have a truck to bring you around the warehouse. What's this? The Union man doing an honest day's work? There's nothing honest about this, sir. But this is a dishonest day's work, if ever I've seen one. Hey, we're not hurting anyone. No, but no one except whoever owns that submarine and the mercenary folks on the freighter. Research on Meriwether Security Consulting, friend. They'd be on trial for human rights offenses if the U.S. government didn't protect all its contractors from any kind of suit, military or civilian. They're immune from prosecution, and they behave like they are. Murdering, stealing, high-powered guns and anabolic steroids. Lucky bastards. Look, I don't know about that stuff. Oh, you're right. Dass so ein U-Boot nicht mit dem GPS ausgestattet ist, dass die anderen das finden, das glaube ich nicht. Oh, great. I look forward to that. Okay, well, that's more like it. Was ich noch zu dem Spiel hier sagen wollte, V-Cinch ist aber echt wichtig. Weil das Tiering ist hier abartig. Also dieses Aufblättern von den Bildern, wenn man kein V-Cinch anhat, das ist nicht schön. Und sehr, sehr massiv. So. Schwimmen wir mal nach oben. Oh, durch die Wellen habe ich da doch leichte Probleme. Yeah. Was ich unbedingt noch machen muss, ist, es gibt so einen Trick, da nehme ich Franklin und Michael. Und da gibt es auch, unter Wasser gibt es Koffer. Und ich habe dazu mal ein Video gemacht, das ist aber nie online gegangen. Das war noch auf der PlayStation 3, das war ganz schlecht mit Handy abgefilmt. Aber da habe ich mal das ist kein Cheat, das ist ein Glitch, den man ausnutzen kann. Und da es im Singleplayer ist, interessiert es auch keinen. Es ist nur für mich wichtig, das mal zu machen, dann vor den Börsensachen, damit ich dann ordentlich Cola habe später für den Golfplatz. Ich will unbedingt diesen Golfplatz haben. Eigentlich, wenn man im Singleplayer durch ist, ist die, ja, wie soll ich sagen, die Wiederspielbarkeit relativ gering. Es gibt zwar zwei verschiedene Enden, sage ich mal. Ja, zwei. Ist aber nicht so wichtig. Man muss dafür das ganze Spiel nämlich nicht durchspielen. Es reicht einfach, die letzte Mission nochmal zu starten. Mehr muss man nicht machen. Punkt genau. Schafft er es mit dem Kran, ein U-Boot aus dem Wasser zu ziehen. Ist der Wahnsinn. Das war ja eine heavy schwere Mission. Achso, ich muss noch das Ding wegfahren. Das war natürlich dumm von mir, das jetzt auf halbe FPS zu stellen. Is that sub covered properly? It'll be fine if we just get there. Are you being short with me? No, sir. I'm certainly not being short. I'm just not used to this kind of pressure. If you turn a crew onto a score, you gotta be ready for the heat that comes with it. I didn't turn anyone on to anything.
You threatened and cajoled and tricked me. You don't want to cut? Just walk away. I can't walk away. You're robbing my workplace and running the show from my home. You can park it there. So, haben wir unser U-Boot. Jetzt brauchen wir noch einen Heli. You're sure it'll be okay there? Sure. All right. If you're wrong, I'll eat your sweet meats. Now get out of here. Jetzt nimm das Auto. Ach, das ist sein Auto. So. Du darfst nicht an Bord. Oh, ich hätte sicher auch die Kette einfach zerschießen können. Ich nehme eher den. So, jetzt muss ich hier hin. Ah, da kommt man nicht durch. Läuft bei mir. So. Eine Schanze nehmen wir auch noch mit. Ich stehe auf sowas. Ich würde viel lieber, viel mehr solche Sachen haben, wo ich jumpen kann, wo ich krassen Moves machen kann. Es gibt da schon so ein paar selbstgebastelte Missionen von irgendwelchen Leuten. Da gibt es coole Jumpstrecken. Vielleicht habt ihr ja auch, falls ihr immer noch zuguckt, ich meine, das GTA-Let's Play wird relativ lang sein. Dafür müsst ihr echt schon hardcore-mäßig unterwegs sein, dass ihr das hier guckt. Vielleicht habt ihr ja auch GTA 5 und ihr habt irgendwelche Strecken, die ihr empfehlen könntet, werdet. Screw this. This shit ain't worth it. Okay, sugar. Hit me. So. Oh, this is fucking awesome. What can I say? I've never liked boys. Toy. Hey, du hast meinen Drift versaut, du Schlampe. Nochmal. Der war schon besser. Vinewood Boulevard Radio. Oh, ich würde echt gerne mal wieder Radio hören. Also in letzter Zeit ist es wirklich sehr, sehr nebelig hier in der City. Habe ich nicht gesehen. Das habe ich nicht wahrgenommen. Ah, hier. Da, Nigel. Oder wie er hieß. Oh, they're not like you or me. Ah, apart from you, Jock. Jock. Would you go and get him one of his favorite pizzas? No. Well, then I don't know what to do with him. I mean, he hasn't eaten for a few days. You've kidnapped a major movie star, okay? Now, you can either leave him somewhere and hope he's been sufficiently scared shitless to stay quiet, or you can send him on the kind of trip he won't come back from. Oh, a trip! Such fun! Oh dear, what a palaver this is! Decisions, decisions! If you could just handle this, Jock. Al is in the boot of the car. You'd be doing us such a favor.
I'm really not one for goodbyes. So, warte, was soll ich machen? Ach, hier. What do you think he's doing? Well, it's a very big decision. So, ich soll ihn auf die Bahngleise stellen. Das ist jetzt eine gute Frage. Töten oder nicht töten? Oh. I'm making a personal injury claim. Doch, ich muss hier hoch. Ah, diese moralischen Fragen. I'm the man getting you from A to B. A being the trunk of this car and B being a horrific scenario of my choosing. Oh God, please no! I have money on me, lots of money. Good to know, Al. Good to know. I'll be sure to grab that after we're done. Oh, Nick, please let me go. I thought you were a big tough action movie guy. Fahr zum einer Polizei erlegen oder das Auto an und steige aus, um ihn freizulassen. Wir gucken uns jetzt einfach mal die Unterschiede an. Was ist der Unterschied? So, GTA 5. El Di Napoli. Da. Was bringt es? Letzter Akt. Zusätzliche Ziele. Haarscharf. Verlasse das Auto kurz bevor der Zug es erwischt. Loco. Was? Motivation mit dem Zug. Letzter Auftrag in dieser Questreihe erfordert natürlich ein etwas bitteres Ende. Wenn ihr die 100% haben wollt, zwar habt ihr nach dem Beginn die Wahl, ob ihr ihn freilassen oder im Kofferraum behalten wollt, doch für die Goldmedaille bleibt euch keine. Ihr müsst ihn umbringen. Und zwar auf eine etwas drastische... So. Mehr steht hier nicht. Hier steht nicht... hier steht nicht, was man dafür kriegt. So. Also, so oder so, die Kohle, die er mir gibt, bringt's nicht. Just me and you, honey bun. Did you have fun with those two? They're harmless, aren't they? They are not harmless. They are not harmless. But think that woman may be due to her feet. Ah, you lucky boy. Older women are to be cherished. Like a fine cheese. Sometimes the rind is the best bit. What do you want? Cars? Drugs? What about art? I got shitloads of art. I bet no, you wouldn't want that. Fuck! You barely know me, Al. And you're already judging my cultural standing. I find that very offensive. Hier ruckelt's echt gerade. Warum? Ich benutze von meiner Grafikkarte sage und schreibe nur 2 GB. Das ist eine 4 GB Grafikkarte. I'm all good. Whatever they pay you, I'll double it. They're not paying me anything. Why are you doing this? Well, 1, I'm a bad person. 2, I understand that love takes many forms. And 3, most importantly, you've seen all our faces. I've made the mistake of not tying up loose ends once before. I won't tell a soul, I promise. Well, here we are, Al. Curtains up. It's time for your final scene. You bastard! What are you doing? Ja, mich hat's noch zerfetzt. Hoffentlich hab ich überlebt. Das war knapp. Das war knapp. Jock, we've been worried sick. I regret to report the sad passing of Mr. L. Dinopoli. Train accident. Very sudden. I loved that man. We will remember him always.
the way he was on TV before we met him. Not that any of us met him, of course. You two enjoy the rest of your vacation. So, mal gucken. Ha, scharf. Ich bin noch ausgestiegen. Wo hat denn der das Auto hingeschleudert? Ob da noch Geld ist? Wie soll denn Haarscharf funktionieren? Haarschärfer ging's doch gar nicht. Ich sehe meine Karre aber nicht. Sehr ärgerlich. Was haben wir denn hier so für Autos stehen? Oh, der ist ja schick. Das ist ein schicker Geländewagen. Der Rebel. Ich bin Europäer. Ich fahr doch ein Rebell. So, und abhauen, Rebell. Oh, das gibt's doch gar nicht. Immer diese Scheiße. So, als ob man solche kleinen Büsche nicht einfach plattwalzen kann in so einer Karre. Meine Fresse. So, wo muss ich hin? Oh, da bin ich aber weit gefahren. Hier, HS Hurensohn. Na, mal gucken, ob ich da hinkomme, ohne dass die Polizei mich stoppt. Muss ja eigentlich klappen. Ich kann auch einfach... Oh, seht ihr, wie das ruckelt? Oh, das ist unangenehm. Obwohl, nee, ich glaube, ihr nehmt das gar nicht wahr durch die Aufnahme. Lang, dass ich nicht rein. Oh, da schießen sie auch. Ihr Pisser. Ihr dummen, schwulen Pisser. Ja, ich werde auf jeden Fall nochmal was umstellen. Nach der Aufnahme. Vielleicht könnt ihr mir ja auch mal schreiben, was ist Tessellation oder Tesslation. Oh nein. Weil das ist zum Beispiel eine Einstellung, mit der ich nichts anfangen kann. Tessellation. Warum gibt es denn hier kein Auto? Oh, das ist kaputt. Toll, keiner mehr da. Kein Auto mehr da. So, du gibst mir mal deine Karre. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich stelle noch mal ein bisschen was an den Einstellungen rum, weil mich kotzt das an. Haut rein und bis dann. Ciao, ciao.